Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie wir die Virtualisierung in UEFI oder BIOS aktivieren können. Vorausgesetzt, unser Prozessor unterstützt das natürlich. Das ist eine Funktion, die sich Programme wie VirtualBox oder VMware zunutze machen. Also wenn wir zum Beispiel einen virtuellen PC in Windows starten möchten. Aber nicht nur, ja, denn diese Funktion wird auch von Sicherheitsprogrammen genutzt, die zum Beispiel eine ja, sogenannte Sandbox brauchen oder besser gesagt betreiben, damit Malware, Spyware und so weiter da nicht ausbrechen kann. Also im Prinzip ermöglicht diese Funktion, wenn sie aktiviert ist, natürlich den virtuellen Maschinen oder eben diese Programme halt einen direkten Zugang zu den Hardware-Ressourcen. Diese Funktion ist allerdings standardmäßig deaktiviert, meistens jedenfalls. Wenn eine Anwendung darauf zugreifen möchte, oder ja, beziehungsweise es gibt da Anwendungen, die, also wenn die Virtualisierung deaktiviert ist, rummeckern, ja, da kommt also irgendwie eine Warnmeldung. Und es gibt aber wiederum Anwendungen, die es nicht melden, ja, die starten einfach und laufen, scheinbar ganz normal. Allerdings ja, laufen diese Programme mit etwas geringerer Leistung, ja, und etwas gedrosselt sozusagen. Oder ja, bestimmte Optionen stehen da eben nicht zur Verfügung. Ob die Virtualisierung aktiviert ist, das können wir nur ganz schnell und einfach überprüfen, indem wir unsere Task Manager hier starten. Und hier haben wir unter den Reiter hier Leistung, CPU natürlich hier, haben wir hier unten rechts, ja, hier sehen wir Virtualisierung, das ist bei mir jetzt aktiviert. Ja, okay, ich hatte vorhin aber deaktiviert eigentlich, aber okay. Ja, also wenn bei euch hier deaktiviert steht, dann ist es eben deaktiviert. Wie wir das schnell und einfach ja, aktivieren können, das will ich euch schnell zeigen. Und zwar müssen wir in unserem UEFI oder BIOS halt mit ja, irgendeiner F-Taste oder Delete-Taste, je nach Hersteller eures Mainboards, oder eben über den erweiterten Start hier halt, ja, über Windows-Einstellungen. Zack, und hier unter Updates und Sicherheit auf der linken Seite jetzt genau Wiederherstellung hier anklicken. Und jetzt haben wir hier unseren erweiterten Start hier darunter jetzt neu starten. Einfach draufklicken. Und nun ja, startet der Rechner jetzt neu und wir kommen jetzt in diesem Menü hier. Ja, auf Problembehandlung. Jetzt einfach anklicken. Zack. Erweiterte Optionen und schon haben wir hier unsere ja, UEFI-Firmware-Einstellung. Einfach draufklicken und dann nochmal neu starten. Und wenn der Rechner jetzt neu startet, dann kommen wir jetzt hier in unserem, genau, in unserem UEFI hier. Alles, was wir jetzt machen müssen, ist einfach nach irgendwas mit Virtualization halt suchen. Ja, das finden wir normalerweise unter CPU. Configuration. Ich schau mal hier in meinem Fall zumindest und genau hier unter und auf dem Reiter Advanced hier und jetzt nochmal zurück, genau Advanced CPU Configuration und hier einfach nach, da ist es schon Intel Virtualization Technology. Ja, wenn das disabled ist, einfach auf Enabled umschalten. Und ja, nochmal mit F10 und mit Ja bestätigen. Und schon startet jetzt der Rechner neu. Und ja, wenn er jetzt wieder gestartet ist, dann ist unsere ja, Virtualisierung hier aktiviert. Ja, so schnell geht das. Im BIOS oder UEFI halt müsst ihr vielleicht ein bisschen suchen, eventuell. Ja, das kann bei euch ein bisschen anders aussehen. Aber im Prinzip keine große Sache, ja, so schnell geht das. Einfach, ja, nochmal anmelden und schon ist unsere Virtualisierung hier, wie gesagt, aktiviert.
Genau, das war's auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.